Jedes Jahr in den Wochen vorm Advent. Wir sind keine Tischler, wir haben ein Lebewesen in der Hand. Der Teig lebt. Hochsaison beim Bremer Traditionsgebäck. Ich kann noch Klaben sehen, ich kann ihn auch noch essen. Am liebsten mit Butter. Und wenn ich es mal richtig appetitlich habe, dann mit Leberwurst. Der Klaben hat Seefahrergene. Ein Hildesheimer darf keine Klaben backen. Er kann die backen, nur er darf sie nicht Bremer Klaben nennen. Man kann nichts dagegen machen, die Rosinen rieseln wie verrückt. Es klebt, man hat es in den Taschen, man hat es sonst wo. Manche gehen nach Australien. Das muss dieser sein. Genau der muss er sein und ich schicke ihn auch immer weg. Das Handwerk beherrschen immer weniger. So, Olli, dein Vorsprung schwindet. Ich weiß. Rock and roll. Die zweite Oktoberhälfte. Endlich wieder Klaben backen. Das erste Mal seit 2 Jahren. Hans-Jürgen Schröder ist der Meister des Bremer Traditionsgebäcks. Seit 65 Jahren ist er Bäcker. Und er hat einen Ruf zu verlieren. In den nächsten 5 Tagen soll er 100 Meter Klaben backen. Der Verkaufstermin am 11.11. auf dem Bremer Marktplatz steht schon fest. Jetzt kommt der Moment, wo man genau aufpassen muss. Ich stelle das alles wieder auf Null. Und jetzt von der Farbe her kann man zwar erkennen, das Salz, gucken Sie mal, ein bisschen farblich ist das der Unterschied da. Salz ist ganz weiß, Zucker ist schon so ein bisschen ins Gelbe rein. Und jetzt kommt mein Salz dazu. Das darf man normalerweise nicht machen. Aber wissen Sie was? Wir können das. Bei ihm gibt es ausschließlich Butter. Also das wäre für diesen Klaben eine Schande. Margarine. Bäckermeister Bruno Bollenbach unterstützt Hans-Jürgen seit 5 Jahren und hat oft die Zeit im Nacken. So, jetzt kommen die bunten Sachen dazu. Klaben bestehen halb aus Hefeteig, halb aus Früchten. Tja, Bruno, jetzt geht das los. Naja, Zeit. Hat du? Guck mal, wie spät es ist. Schon nach 9. Oh. Zu spät haben wir angefangen. Ach. Er hat zu lange gewartet mit dem ersten Einsatz. Doch, gut, alles in Ordnung. Normale Handwerker macht jetzt Frühstückpause. Der normale Handwerker, macht Frühstückpause, eine Stunde später Mittagpause und nach Hause. Bruno, nicht drängeln. Der Bäcker, der geht jetzt nach Hause normalerweise. Anders als Stollen wird Klaben in einer speziellen Form gebacken. Dafür wichtig das exakte Gewicht. Hans-Jürgen backt seit 35 Jahren diesen Klaben. Nur einmal nicht. Corona. Da sieht man, dass ein ganzes Jahr hast du nicht gearbeitet. Das ja, ne? Das. Ja, so ist das. Ein bisschen Routine. Ja, da ich muss später. Man ein bisschen. Der ist ein bisschen weicher. Wie? Der ist ein bisschen weicher. Der ist ein bisschen weich. Habe ich schon in der Maschine gemerkt, Bruno. Da ist vielleicht 100 Gramm Wasser zu viel. Ja. Oder Mehl zu wenig. Mehl zu wenig, das kann sein. Hab oder neue gespart. Mehl. Habe ich wieder gespart, sagt. Oder neue Mehl. Die beiden sind Rentner. Die Klaben, ihr Ehrenamt. Die Einnahmen werden gespendet. Wir sind keine Tischler, wir haben ein Lebewesen in der Hand. Der Teig lebt. Da sind Hefebakterien, die bringen den Teig in Wallung. Also der wird größer und atmet. Und dieser Teig kann nicht einfach wie so ein Stein oder wie so ein Stück Metall liegen bleiben. Das muss irgendwann verarbeitet werden. 4 Kilometer weiter südlich. So, ein Schluck Milch fehlt noch. Anfang November, 9 Uhr morgens. Klabenbackzeit in einer Bremer Konditorei. Hier ist Günther Waldner, der Macher des Traditionsgebäcks. Rock'n'Roll. Zurzeit stehen täglich Klaben an. Alleine heute muss er 270 Kilo machen. Zusätzlich zu all den anderen Torten und Kuchen. Bei allen Konditoren ist in der Vorweihnachtszeit Hochsaison. Die Zutaten sind knapp, wie die australischen Rosinen. Ein Elend mit der Tüte hier. Die sind schwer zu kriegen. Ja, da hat er gebrannt. Und da war natürlich einiges an Ernte vernichtet. Und dann gab es da schon Probleme. Also die sind heiß begehrt. Ich habe da welche geordert schon mal. 300 Kartons.
Und die habe ich jetzt auf Lager liegen bei der, beim Lieferant. Die müssen reichen aber auch. Allein 4,5 Kartons wandern in diesen Teig. Das ist ein Elend, echt. Konditormeister Günther ist der Backstubenleiter. Seit 20 Jahren arbeitet er hier. Teil seines Sklavengeheimnisses, den Hefeteig nicht ruhen lassen. Das ist einfach so. Das macht denn die Eigenschaft später aus von dem Klaben, dass es ein bisschen elastischer ist, nicht so mürbe wie Stollen. Ja, so gibt der Unterschied vom Teig. 135 Kilo bereiten wir jetzt an. Ja, und danach wollen wir nochmal einen Klaben machen, die gleiche Menge nochmal. Zurzeit machen wir zweimal am Tag Klaben. Vorher muss Günther noch Platz schaffen. Die Torten vom Morgen müssen nach oben ins Geschäft. Eigentlich ist Oliver Ma Arends Kellner, oben im Café. Jetzt hilft er beim Backen. Seine Aufgabe? Jeweils 5 Kilo Teig abwiegen. Das sind ja keine 5 Kilo, die du da rausreißt. Das sind dann ja, da bleibt das ja hängen, ne? Also sind dann schon mal eben schnell 6-7 Kilo. Olli kriegt einen kleinen Vorsprung. Jetzt sind wir ein bisschen schneller als Olli. Ich bin ja auch 20 Jahre älter, da ist man dann schneller als die jüngeren Leute. Was hier so spielerisch leicht aussieht, das ist richtig schwere, solide Arbeit. Ja? Man merkt das gleich, wie die Arme arbeiten, die Unterarme. So, Olli, dein Vorsprung schwindet. Ich weiß. Nur ein Ofen in der gesamten Backstube. Danke, hast du den Ofen frei mit Torten? Nein. Nee. Kommt Klaben rein. Für Olli ist die Bäckerei eine Chance. Eigentlich hat das letztes Jahr angefangen, dadurch, dass Corona wegen Kurzarbeit im Service geschlossen war. Und dann kam eine große Bestellung von einer Firma, die, weiß ich nicht, wie viele Tonnen waren? 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen Klaben wollte, von jetzt auf gleich. Und dann bin ich so gesehen mit als Unterstützung hier runtergekommen und hab mitgeholfen, dass wir den Auftrag erfüllen konnten. Ne? So ist es eigentlich entstanden. Das ganze Jahr über backen sie hier Klaben, aber nie so viel wie jetzt. Ich habe mal davon geträumt. Der Klaben war im Ofen und der war blau. Der war so blau und dann Scheiße, ist alles schwarz geworden, blau gebacken. Und dann bin ich schweißgebadet aufgewacht und dann habe ich gedacht, oh, war nur Traum. So ist die Vorweihnachtszeit auch die umsatzstärkste Zeit. Im Jahr kann ich schlecht sagen, wir machen das letzte Quartal zwischen 10 und 12 Tonnen. Klaben gilt als fettreich. Die meisten essen ihn pur. Ich kann auch Klaben sehen, ich kann ihn auch noch essen. Am liebsten mit Butter. Und wenn ich es mal richtig appetitlich habe, dann mit Leberwurst. Nee, man muss mal ausprobieren. Mit Leberwurst ist schon eine Kombination. Schmeckt er eben halt, finde ich, sehr gut. Mit Leberwurst. Also ein bisschen herzhafter. Ich glaube, Olli schwächelt heute. Ja, war nicht gefrühstückt. Nächster Arbeitsschritt, bisschen Wasser drauf, damit er schön saftig bleibt. Dabei hilft auch die besondere Form. Weniger Verdunstungsfläche und dann eine Stunde in den Ofen. Jetzt wollen wir den noch schneiden. Einpacken, Preis drauf, Etikett, ne, mit den Zutaten und sowas. Und dann kann er nach oben. Da. Klappe zu, Affe tot. Zurück zu Hans-Jürgen und Bruno. Die beiden Rentner dürfen die Backstube in der Berufsschule nutzen. Wichtige Zutaten, geriebene Zitrone und Kardamom, das ist jetzt Kardamom. Wenn ich das jetzt vergesse, da merkt man was. Nee? Das sind bloß
wenige Gramms. Für die goldbraune Optik noch etwas Roggenmehlpaste. Klabenteig muss gerollt und geknetet werden, nicht gezogen, sonst reißt er. Alte Handwerkskunst. Wenn wir in 10, 15 Jahren so weit sind, dass das die Maschinen machen können, auch dieses hier, das Aufarbeiten. Die Industrie macht bestimmt jetzt schon. Je gleichmäßiger die Rosinen im Teig verteilt sind, umso hochwertiger ist das Gebäck. Schriftlich wird der Bremer Klaben zuerst 1593 erwähnt und wird ein typisches Seefahreressen. Dieses Gebäck hält sich ja nun über Monate und dadurch konnte man das an Bord früher lagern. Die hatten ja auch Lagerräume, gab es ja auch. Bloß da war es ja auch manchmal ein bisschen feuchter an Bord. Und dann konnte man dies als Dauergebäck irgendwie verzieren. Das ist nicht einfach nur zur Zierde. Das ist ein Stück, wo die Feuchtigkeit und die Gase aus der Hefeentwicklung entweichen kann. Normalerweise schon ein zweiter Teig muss laufen. Bruno, wir haben noch ein bisschen Zeit. Sehr gut machst du das. Sehr gut. Hast du ja schon Routine drin, was? Ja, habe ich gelernt. Gott sei Dank, du. Ja. Dass ich hier jemanden habe, der schon Bescheid weiß. Vor 50 Jahren. Stell dir vor, ich müsste da alles anlernen hier, du. Das wäre ja fürchterlich. Ja. Als Bruno und Hans-Jürgen jeweils ihre eigenen Bäckereien eröffneten, gab es noch gut 140 Handwerksbetriebe in Bremen. Heute sind es nur noch 14. Das Wissen um den perfekten Klaben schwindet. In der Konditorei schickt Hilfsbäcker Olli den Klaben auf die Reise. Viele Exilbremer freuen sich über die Bremer Traditionen. Ob Schweiz, Österreich, Australien, England, Brasilien haben wir Aufträge, weltweit. Claudia Lohmeier sorgt dafür, dass der Klaben überhaupt versandfertig wird. Im Winter schneidet sie mehr als 50 Stangen am Tag. Man gewöhnt sich an alles. Aber man kriegt tatsächlich in der Zeit ein bisschen mehr Kraft. Wir waren Sonntag kegeln und da zeigt das nicht nur an, ob man Pudel oder Neun oder wer weiß was geworfen hat, sondern auch die Geschwindigkeit. Und ich hatte knapp 20 Stundenkilometer. So einen Wumms habe ich im Sommer nicht. Heute gibt es noch mehr Muckis. Sie muss mit der Hand schneiden. Weil die Maschine heute streikt. Das ist eine ganz alte Lady und manchmal zickt sie rum. Jetzt ist für morgen Handwerker bestellt und hoffen wir, dass wir das mal wieder hinkriegen. Seit 18 Jahren arbeitet Claudia hier im Keller. Gerade muss sie exakt ein Kilo schneiden. Dafür hat sie ihre eigene Schablone gebastelt. Früher war Claudia mal Floristin. Nun sorgt sie für den Nachschub im Laden und die Online-Bestellungen. Man kann nichts dagegen machen, die Rosinen rieseln wie verrückt. Es klebt, man hat es in den Taschen, man hat es sonst wo, man hat es unter den Schuhen. Und ja, das ist lästig. So, hier muss ich gleich aufhören. Ich habe jetzt 5 Lagen übereinander. Wenn ich jetzt noch mehr drauf gehen würde, dann drückt das runter. Es wird dann zu schwer. Einmal. Dieser Klaben braucht noch 30 Minuten. Und dann hältst du hier noch fest, als Stütze, okay? Nicht so, dann fällt er runter. Hier muss er fest sein, ja? So. Da brecht er nicht das Kreuz. So. Auf geht's. Zeit für andere Backwaren. 12 Blech Butterkuchen zum Beispiel. Denn neben den Klaben sind auch alle anderen Backwaren sehr gefragt.
da haben wir's. Solange die Klaben noch den Ofen blockieren, muss das Backen warten. Claudia hat noch keine Pause gehabt. Naja, gut, das ist eben, wenn gerade viel zu tun ist und es wird Ware gebraucht oder es ist eine große Bestellung, dann fangen wir eben in der Adventszeit früher an und arbeiten dafür länger. Das ist so. Nächste Aufgabe, Stollen. Sehen ähnlich aus wie Klaben, haben aber viel weniger Früchte und dafür mehr Zucker im Teig. Seit 33 Jahren ist Günther Konditor. Eigentlich wollte ich mal Bäcker werden, also in einem gewissen Alter. Kam dann so die Frage auf, was wirst du? Und meine Eltern gesagt, na, weil du so gerne über Brötchen isst, so werd doch Bäcker. So, okay. Und dann habe ich mir aber überlegt, so früh anfangen, um 4 Uhr oder so, nee, ist nicht mein Ding. Wirst du was Ähnliches, besser wird Konditor. Und das hat mir wirklich gut gefallen. So, mal schlecht. So kam das. In der Berufsschule. Das sind die ersten 1,50 Meter. Für den Glanz noch etwas Ei obendrauf. Es geht hier nur um Klaben in diesem Bremer und um zu. Drumherum heißt das. Die dürfen ja nur Klaben backen. Ein Braunschweiger, ein Hildesheimer darf keine Klaben backen. Der kann die backen, nur er darf sie nicht Bremer Klaben nennen. Nee? Wir haben diesen gebietsgeschützten Teil. Dafür hat Hans-Jürgen selbst mitgesorgt. Er ist Mitglied der Bäckerinnung, hat an dem EU-Antrag mitgewirkt. 13 Jahre Kampf. Das Gebäck muss jetzt ein paar Tage ruhen, bevor es probiert werden kann. Ah, noch 10 Gramm. Vorbereitungen für den nächsten Tag. 70 Kilo Rosinen, Mandeln, Orangeat und Zuckade müssen in Rum eingelegt werden. Für den optimalen Geschmack muss die Mischung eine Weile stehen. Morgen um 8 Uhr wird erst der Teig gemacht. Oh Mensch. Was hast du? Riecht das? In die Nase ist gegangen. Ehrlich? Ja. So, hol raus das Zeug da. Komm her. Ja? Verbrenn mich nicht, du. Nachmittags in der Konditorei. Günther und Olli haben die zweiten 135 Kilo Klaben fertig. Das Tagwerk ist fast geschafft. Und nun kommt noch ein bisschen Glanz oben. Kommt noch ein bisschen Glanz oben drauf. Mitten in der Sögestraße, der Einkaufsstraße Bremens, hat die Konditorei ihren Sitz. 1889 gegründet und eine alteingesessene Institution in der Innenstadt. Jetzt, Anfang November, gilt Warnstufe 0 in Bremen. Für das Personal besteht noch keine Maskenpflicht. Günthers und Ollis Werk, fertig zum Verkauf. Ein Kilo kostet 18 Euro, die Nachfrage ist groß. Anita Schmitz verkauft hier seit 25 Jahren Klaben. Ständig muss sie neu auffüllen. Können wir ja schon, weil wir haben ja genug Ware. Harald und Andreas Knigge leiten die Konditorei in vierter Generation. Mit der Klabensaison beginnt für sie die heißeste Zeit des Jahres. Gepaart wird natürlich der Stress. Erstmal Stress ist ja für uns ein super Geschäft. Wir freuen uns sehr drauf. Ist der Weihnachtsmarkt, der sehr viele auch auswärtige Besucher anzieht. Und der füllt natürlich auch die Stadt und natürlich auch unser Café. Und deswegen haben unsere Mitarbeiter im Service dann auch noch mal erheblich mehr zu tun. Ja. Wollen Sie es hier essen? Ja, bitte. Schön mit Schlasse, haben Sie was gehört? Ja, ne? Frau Schmitz ist hier unsere Klabenexpertin. Frau Schmitz, haben Sie Zeit für Kassieren? 24,81 sind es dann. Maske abnehmen? Nein. Müssen Sie.
Dankeschön. Ein Cent vielleicht klein. Ja, gut, danke schön. Oh, das ist richtig schwer. Gut. Okay. Wir verschicken ja auch Torten, wir verschicken Marzipanartikel, auch Pralinen. Aber das, was am meisten geht und auch gewichtsmäßig am schwersten und am meisten ist, ist eigentlich der Bremer Klaben. Der fünfte und letzte Backtag bei Hans-Jürgen und Bruno. Auch heute hilft Backstubenleiter Hajo mit. Das, was du heute schneller bist, das ist Bruno da heute langsamer, ne? Ja. Noch nicht fertig? Er ist einfach heute nicht gut drauf. Er hat schlecht geschlafen, hat er gesagt. Ja, heute war der Vollmond. Ne, wir haben zunehmend Mond. Und dann der große Moment. Die erste Probe. Aber nur eine Scheibe, Bruno, nicht so viel. Ja, ja, das weiß ich. Hajo, bitte. Oh, wie gemahlen, ne? Schön gleichmäßig die Früchte drin. Er hat die Rosinen mit Pinzette reingesetzt. Ja, so schön gleichmäßig, ne? Ja. Extra mit Pinzette reingesetzt. So muss das auch sein, dass die Früchte schön gleichmäßig im Teig verteilt sind. Ne? Bruno ist eigentlich lieber Stollen. Ich hätte vielleicht mit Butter gegessen, aber wir haben kein Butter. Tö, das ist das kleinste Problem. Ja. Nein. Wir haben doch Butter. Jetzt will er auch noch Butter drauf machen. Aber genauso dick wie die Scheibe. Nee. Das ist der richtige 1:1. Hans-Jürgen wird bald 80 und sucht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Er hat schon die Bäckerinnung gefragt, bisher erfolglos. So, jetzt auch da in die Ecke. Für dieses Jahr sieht es gut aus. 100 Meter Klaben sind bereit zum Verkauf. Zack. Perfekt. Ja. So, komm raus. Das haben wir geschafft, ja? Auch Günther und Olli haben es geschafft. So. Für heute. Jetzt darf er aufkühlen. Fertig. Kilo Klaben haben sie gebacken. Außerdem Stollen und Butterkuchen. Ihr Werk kühlt aus, bevor es morgen geschnitten und verpackt wird. Im Laden ist nachmittags immer besonders viel los. Aber trotzdem nimmt der Chef sich Zeit für seine Leute. Täglich um 3:30 spendiert er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Heißgetränk. So, hier, das ist. So, dann können wir schon mal los. Wir unten nehmen ein Latte Macchiato und einen Kaffee. Ah, du bist pünktlich um 3:30 oben. Du kennst ja, die Rituale. Mittlerweile hat sich das über Jahre schon eingeprägt, dass spätestens 3:55 der Ärger losgeht, dass sie so viel Durst hätten und dass ich da nicht dran denke, dass ich nicht vorher schon pünktlich an der Maschine stehe. So. Oliver? Hier ist zwei Stühle, die Bestellung. Hans-Jürgen ist auf dem Weg zum Bremer Marktplatz. Seit 35 Jahren backt und verkauft er jedes Jahr 100 Meter Klaben. Stau. Es stand sogar schon im Weserkurier. Das heißt, es wird voll. Schröder? Ja, nein, Bruno. Bruno, wir sind noch unterwegs. Wir haben Stau auf der neuen Lander. Die Zeit drängt. Um 11 soll es losgehen. Noch etwas mehr als 2 Stunden. Es klappt. Davon bin ich überzeugt. Bei dem Wetter. Bisschen Sonnenschein wäre schöner. Aber das klappt. Das ist mein ganzes Leben gewesen. Man schafft das. Ne? Bruno wartet schon. Ich war hier 8:15.
Ich wollte dich gestern anrufen, habe ich keine Zeit gehabt. Keine Zeit. Ja. Was? Hans-Jürgens Nachbar Hartmut managt den Aufbau. Alles nochmal zurück. Und runter. Wo scheitert es denn jetzt? Ja, lass mal. Hartmut, lass es so, wie es ist. Ist okay. Sagen, ach, das ist jetzt zu kurz. Ist zu kurz. Das passt ja nicht, was? Nee, das ist schon richtig. Ja, ist alles richtig. So, jetzt müsst ihr den ein bisschen rausziehen. So, alles da. Und der muss auch raus hier. Lass ihn drin jetzt, lass ihn drin. Das Zelt passt nicht. Das passt doch. Das werden wir ja nie fertig, wenn wir das jetzt nicht einfach so lassen. Wir müssen die Plane noch mal ganz runternehmen, weil wir haben Stangen verkehrt aufgebaut. Nur noch eine Stunde. Eine Stammkundin wartet schon. Wer kommt wann wohin? Hans-Jürgen hat auch den ganzen Aufbau organisiert. Ohne ihn gäbe es keinen Klabenanschnitt. Nur noch eine halbe Stunde. Ich möchte ganz gern, dass die Herren schneiden, möglichst schneiden, weil das doch die schwerste Arbeit ist, und die Damen die Kasse machen bzw. auch mal ein bisschen beim Einpacken helfen, damit das so ein bisschen zügig nachher vorangeht, weil wir jetzt bloß drei Verkaufsstände haben. Gleich geht es los. Hilde Schmidt kommt schon seit 20 Jahren zum Klabenanschnitt. Das muss dieser sein. Ja, genau. Genau der muss er sein und ich schicke ihn auch immer weg. Mein Sohn, der arbeitet in der Nähe von München und der freut sich auch immer. Und dann gibt das dann auch aus in seiner Firma und da kommt dann die Pakete hin. Also ich finde das eine gute Sache, weil der Erlös Hilfsorganisation zugute kommt. Und ich mache das schon jahrelang und hole mir jedes Jahr meinen Klaben hier. Punkt 11 Uhr. Der Präsident der Bremer Bürgerschaft läutet mit dem Anschnitt offiziell die Klabensaison ein. Der Erlös geht in diesem Jahr an den Weißen Ring. Perfekt. Dann vielen Dank. Und Hans-Jürgen steht bei der Presse im Mittelpunkt. Oh, das ist schon lange hier. Ja, die Rohstoffe. Wie viel? Eins. Die ganzen Rohstoffe sind teurer geworden. Darum ist das alles. Guck mal, hier geht wieder einer direkt weg. Oh, wunderbar. Gewinne. Die letzten drei. Läuft sehr gut. Kunde, wir haben noch sehr früh am Tage und die Kunden kommen immer noch fleißig daher. Der Apparat. Wir dürfen endlich wieder den Bremer Klaben verkaufen hier. Seit 2 Jahren mal wieder den original Bremer Klaben. Aber soll ich abschneiden oder? Können Sie hier wegnehmen? Abschneiden?